Hallo und willkommen zurück bei Pop-Up Science. Diese Woche beschäftigen wir uns mit dem Thema Zellen. Da ich gar keine Ahnung von Zellen habe, zwar Zellen in meinem Körper, aber keine Ahnung, was die machen, wo die herkommen und wo die hinwollen, habe ich mir eine Expertin eingeladen, die all diese Fragen beantworten kann. Aglaya ist hier und Aglaya kennt sich perfekt mit Zellen aus. Schön, dass du da bist. Hallo und danke für die Einladung. Aglaya, sag mal, was machst du eigentlich am IST und wie bist du überhaupt Forscherin geworden? Ich schaue mir an, wie Immunzellen im Körper entlanglaufen, also wie sie Kraft entwickeln, sich im Körper zu bewegen und eben ihre Funktion zu erfüllen. Und das hat mich eben schon sehr, sehr lange interessiert. Also ich glaube, ich war sehr anstrengend als Kind, weil ich eben immer wissen wollte, warum Sachen so sind, wie sie sind. Und ich fand es immer sehr interessant, wenn ich beim Arzt war wegen einer Erkältung und er hat mir hinter die Ohren gegriffen. Und ich konnte mir nie erklären, warum das so ist. Und das war auch mit ein Grund, dass ich mich dazu entschieden habe, dann doch mehr mit Immunzellen zu beschäftigen. Mhm. Aber hast du jetzt mit medizinischer Forschung zu tun oder was für Forschung machst du? Wir machen Grundlagenforschung. Also wir schauen uns wirklich die grundlegendsten Fragestellungen an, wie Zellen überhaupt in der Lage sind, in unserem Körper sich zu bewegen und wie sie die Kraft aufbringen können, bestimmte Barrieren zu überwinden, von denen es ja sehr viele gibt im Körper. Jetzt habe ich gar keine Ahnung von Zellen. Ich weiß, Zellen sind in lebendigen Wesen drin, aber haben alle Lebewesen die gleichen Zellen? Haben Tiere und Menschen, haben die alle die gleichen Zellen in sich drin? Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil wir schauen uns ja nicht wirklich ähnlich zu Tieren zum Beispiel. Aber wenn man sich die kleinsten Bausteine anschaut von dem Lebewesen, also die Zellen, merkt man eigentlich, dass die alle gleich aufgebaut sind. Also egal, ob das jetzt ein Tier oder ein Mensch ist, wir alle haben zum Beispiel um unsere Zellen herum eine Zellmembran, die ist sehr flexibel, also sehr locker und die grenzt die Zelle eben ab von der Umgebung. Und wir haben zum Beispiel auch alle einen Zellkern, das ist der Bereich, in dem die Erbinformation, die DNA, die ja eigentlich unglaublich lang ist, wenn man sie zieht, dort drinnen sehr dicht gepackt aufbewahrt wird. Und zusätzlich, was wir auch noch haben, ist, dass unsere Zellen haben ganz viele wirklich klitzekleine Zellorgane. Und die sind ähnlich wie ein Herz oder eine Lunge, nur haben halt verschiedene Aufgaben und nennen sich Organellen. Also zum Beispiel haben wir Mitochondrien, heißen die. Das sind Zellorganellen, die für die Energieproduktion für die Zelle zuständig sind und nennt man auch kleine Kraftwerke der Zellen sozusagen. Genau, und im Gegensatz zum Beispiel zu Bakterienzellen haben eben unsere Zellen diesen Zellkern, den Bakterienzellen zum Beispiel nicht haben. Oder im Vergleich zu Pflanzenzellen haben unsere Zellen diese sehr lockere Zellmembran um die Zelle herum. Und Pflanzenzellen haben zusätzlich dazu noch eine sehr stabile Zellwand, die eben sehr große Stabilität verleiht. Die haben wir, also Menschen- und Tierzellen zum Beispiel nicht. Okay, aber wie sieht das denn aus, wenn ich mir jetzt deine und meine Zellen angucke? Haben wir auch die gleichen Zellen? Aber irgendwo müssen ja Unterschiede herkommen. Wir sehen ja nicht gleich aus. Ja, das stimmt. Wir schauen uns tatsächlich nicht ähnlich. Aber im Endeffekt ist es wirklich so. Also wir Menschen sind alle gleich, wenn es auf die Zellen ankommt. Wir haben alle dieselben Arten von Zellen. Also wir haben dieselben Nervenzellen, wir haben dieselben Hautzellen und dieselben Blut- oder Immunzellen. Und der Grund, warum wir anders ausschauen, ist eigentlich nur, dass bestimmte Abschnitte von der Erbinformation unterschiedlich stark ausgeprägt sind. Also zum Beispiel haben wir ja alle eine Hautfarbe, nur die kann halt unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Aber im Endeffekt sind die Zellen, die diese Hautfarbe produzieren, sind alles die gleichen, nur manche Hautzellen produzieren eben mehr von diesem Farbstoff und manche weniger. Aber das hängt nicht an der Zelle. Also wir sind tatsächlich alle gleich, was die Zellen betrifft. Jetzt haben unsere Zellen ja alle ihre ganz spezielle Rolle, was sie besonders gut können, was sie vielleicht auch nicht so gut können. Was ist denn deine Lieblingszelle? Kannst du das so sagen? Das ist leicht. Meine Lieblingszelle ist die Immunzelle. Und von der Immunzelle haben wir natürlich nicht nur eine,
sondern ganz, ganz, ganz viele. Und die Immunzellen sind eben sehr wichtig, um unseren Körper vor Krankheiten zu schützen. Also du kennst das sicher, wenn du dich irgendwo am Finger oder so gekratzt hast und vielleicht sogar ein bisschen blutest, dann tut das am Anfang weh, wird vielleicht sogar ein bisschen rot, aber nach ein paar Tagen ist eigentlich alles weg. Und das ist eigentlich dank deinen Immunzellen so, weil die in der Lage sind, diese Eindringlinge von außen sehr schnell und effektiv zu beseitigen. Also die laufen sofort zu diesem Kratzer, zu dieser Wunde hin. Und wenn da irgendwie Bakterien schon dabei sind, dann fressen die wirklich auf, dass die Bakterien da ja keinen Schaden anrichten können. Und das Faszinierende an der Sache ist eigentlich, dass das alles passiert, ohne dass wir viel davon mitbekommen. Ja, man kriegt gar nichts davon mit, was im Körper wie los ist. Jetzt vermute ich mal, wenn die Zellen unterschiedliche Funktionen haben, die sind wahrscheinlich auch alle unterschiedlich groß, so stelle ich mir das vor. Was ist denn so die größte Zelle, die es so gibt? Kann ich die sehen mit meinem Auge? Oh ja, das ist eine sehr gute Frage. Also die größte Zelle im Menschen, das ist die Eizelle. Und die Eizelle kann man tatsächlich auch mit dem freien Auge sehen. Die ist allerdings immer noch sehr, sehr klein. Also die ist circa so groß wie ein Punkt, den du mit dem Computer schreibst. Und die größte Zelle der Welt ist die Eizelle vom Vogelstrauß. Also du kennst sicher, dass das Ei vom Vogelstrauß ist schon recht groß, aber die Eizelle vom Vogelstrauß ist schon so groß, dass sie einen Durchmesser von circa 7 cm hat. Also das ist wirklich schon riesig für eine Zelle. Ja, ist ja auch spannend, dass das gerade im Vogelstrauß ist. Also ich hätte jetzt gedacht, das ist bei einem Wal oder bei was noch viel Größerem. Aber wie funktioniert das denn überhaupt? Das ist vielleicht schon ein ganz guter Punkt. Du sagst, die Eizelle, und irgendwie wird ja aus dieser einen Zelle, dieser Eizelle, wird ja irgendwann ein ganzes Lebewesen. Wie geht das denn? Also du hast recht, ja. Wir stammen alle von einer Zelle ab. Und das war ein sehr langer Prozess, bis viele Zellen entstanden sind. Also das war anfangs so, dass eben sich eine Zelle teilt in zwei Zellen. Und bei Einzellen ist es so, dass eben diese zwei entstandenen Zellen, das sind eigene Lebewesen und die gehen nachher einfach ihre eigenen Wege. Und bei Vielzellern ist das eben über die Jahre so entstanden, dass diese Tochterzellen, also diese zwei neuen Zellen, immer mehr zusammengeblieben sind und dann eben einen ganzen Zellverband, also einen ganzen Zellklumpen gebildet hat, der zusammen einen Organismus gebildet hat. Und wenn man das jetzt noch weiter und weiter anschaut, ist es eben so, dass wenn bestimmte Zellklumpen aneinander bleiben und sich zusätzlich noch von der Außenwelt abgrenzen, dann entstehen so Organe. Und wenn sich mehrere Organe dann zusammenschließen, entsteht eben so ein komplexes Lebewesen, wie wir eben sind. Aber wie funktioniert das denn, dass die Zellen zusammenhalten? Also ich kann mir vorstellen, die einzelne Zelle fliegt für sich alleine rum, aber warum sind jetzt Zelle 1 und 2, warum bleiben die denn beieinander? Was klebt die denn aneinander fest? Ja, das ist ganz lustig, weil die Zellen haben im Endeffekt, also du hast recht, wir bestehen wirklich aus unzähligen Zellen, es sind wirklich sehr, sehr viele. Und die Zellen schaffen das, dass sie sich aneinander festhalten, weil sie haben richtige Ärmchen. Also die haben an ihrer Außenhülle richtige Ärmchen, mit denen sie sich an anderen Zellen oder an anderen Proteinen festhalten können. Und zusätzlich dazu können Zellen eben auch bestimmte Netzwerke bilden, also zum Beispiel Kollagennetzwerke, die dann das Bindegewebe erstellen. Und das Bindegewebe, das sagt schon der Name, das bindet eben diese ganzen Zellen zusammen und ist eben dafür da, dass unser Körper quasi nicht auseinanderfällt, sondern zusammenhält. Ja. Und wenn diese Prozesse verkehrt sind, dann passieren eben Krankheiten. Und das kennst du wahrscheinlich oder kennst du vielleicht auch die Schmetterlingskinder. Bei denen ist es eben so, dass geringe Einwirkungen auf die Haut schon wirklich ganz schmerzhafte Blasen verursachen. Und der Grund ist eben, weil die Zellen sich nicht so fest aneinander halten können, um das zu verhindern. Aber das ist ja faszinierend, wenn man sich vorstellt, dass da wie eine kleine Mannschaft ist, die sich die ganze Zeit aneinander festhält und dass das unser Körper ist. Aber wie kann ich mir denn quasi vorstellen, wie entwickeln sich unsere Zellen? Sind alle Zellen meines Körpers sind jetzt auch so alt wie ich? Oder gibt es mal neue Zellen? Gibt es andere Zellen, die sich nicht erneuern? Wie alt werden denn Zellen und wie ist das mit unserem Körper und den Zellen in unserem Körper? Ja, das ist ganz spannend, weil das kommt wirklich sehr darauf an, welche Art von Zellen du dir anschaust. Also
Du hast zum Beispiel Zellen, die nur ein paar Tage leben, nur 2-3 Tage oder so. Und dann auf der anderen Seite gibt es Zellen, die Jahrzehnte leben oder sogar dein ganzes Leben lang. Und zum Beispiel die Zellen auf der Haut oder auch im Darm, die leben nur sehr kurz. Also die leben nur ein paar Tage und die werden sofort wieder erneuert. Also das merkt man, wenn man sich zum Beispiel einen Stift nimmt und auf die Handfläche was malt und dann nicht wäscht, verschwindet er trotzdem nach ein paar Tagen. Und das ist der einzige Grund, ist, weil eben die Zellen verloren gehen sozusagen. Also wir verlieren die oberste Hautschicht nach ein paar Tagen. Und auf der anderen Seite zum Beispiel die Zellen von deinem Skelett, von den Knochen, die sind natürlich sehr wichtig. Also die will man nicht so oft verlieren. Die würden nicht abhauen. Genau. Also die bleiben so 15, 20 Jahre bleiben die am Leben und die werden auch erneuert, aber langsamer. Und dann das ganz Extreme sind zum Beispiel Nervenzellen. Die leben ein Leben lang. Also die hast du dein Leben lang. Und wenn da ein Unfall passiert, dass die Zelle abstirbt, dann ist das auch fast unmöglich, sie wieder zu ersetzen, weil die eben sehr wenig ersetzt werden. Also die bleiben ein Leben lang bestehen und da ist eben die Ersatzrate sehr, sehr gering. Aber das ist ja auch wieder krass, wenn ich mir vorstelle, mein Gehirn und meine Nervenzellen sind gleich, aber mein restlicher Körper erneuert sich und verändert sich die ganze Zeit. Das ist schon wild. Ja, tatsächlich bin ich damit schon mit all meinen Fragen durch. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns das alles so schön zu erklären. Ja, gerne. Und falls ihr auch noch mehr wissen wollt, bleibt doch bei Pop-Up Science am Ball und schaltet nächste Woche wieder ein, wenn wir euch zeigen, wie spannend Wissenschaft sein kann. Aglaya, vielen Dank, dass du da warst und habt noch einen schönen Tag. Ja, gerne. Dir auch noch einen schönen Tag. Mach's gut. Ciao. Ciao, Papa.